Heute habe ich mir mal etwas Besonderes ausgedacht, und zwar gefüllte Kartoffeln mit Karotten und dazu einen schönen Dip. Schmeckt richtig lecker. Mal etwas ohne Fleisch, ja, für meine anderen Facebook-Freunde in dieser Gruppe, die haben sich ganz gerne mal Kartoffelgericht gewünscht, und da habe ich mir mal das ausgedacht heute. So, ich habe jetzt hier die Kartoffeln, und dann habe ich jetzt so einen speziellen Spiralenschneider, ist das. Den habe ich mir jetzt gekauft da, und mit dem höhle ich jetzt die Kartoffeln aus. Und das siehst du jetzt hier, ich habe es mal ein bisschen langsamer aufgenommen, und dann siehst du, wie die Kartoffel ausgehöhlt worden ist. Und die Spirale, die jetzt da rausgekommen ist, da habe ich nebenan einen Wasserbehälter stehen, da kommen die gleich rein, damit die nicht braun wird. So, jetzt habe ich, beide Kartoffeln sind fertig, habe ich ausgehöhlt. Und jetzt geht es gleich weiter, indem ich jetzt hier meine Karotten zubereite. Die Karotten tue ich einmal, ja, in der Mitte teilen, damit ich die da so in kleine Stifte erstellen kann. Aber das siehst du jetzt ganz kurz zum Schnelldurchmarsch. Kannst jetzt mal ansehen, wie ich das jetzt gemacht habe. Also ich habe versucht, so längliche Stifte so in der Größe von den Kartoffeln zu kriegen, etwas länger. Ja, jetzt habe ich hier meinen Mozzarella-Käse. Den Mozzarella-Käse, den würfel ich jetzt hier gleich. Und diese Würfel entsprechend nachher kommen zu den Karotten, die ich jetzt für den Teller habe. Die werden jetzt erstmal jetzt etwas mit Öl, leicht, nur ganz wenig Öl, siehst du, verwende ich da jetzt hier. Und mit einem Pinsel, wenn du einen Ölsprüher hast, brauchst du keinen Pinsel zu nehmen. Ich hatte jetzt keinen Ölsprüher, deswegen tue ich immer ein bisschen Öl oben drüber und mit dem Pinsel verstreiche ich das jetzt auf den Karotten. Ja, jetzt kommt der Käse noch mit oben drüber. Und das Ganze würze ich jetzt. Ja, ich habe jetzt Chilisalz, Pfeffer und ja, du siehst es ja nochmal. Ja, das ist jetzt, was ich angedeutet habe mit uns. Also ich hatte jetzt so Kräuterbutter, so ein spezielles Gewürz. Das habe ich jetzt noch oben drüber gemacht. Das ist richtig schön. Das gibt es im Rewe. Entschuldigt für die Werbung. Ja. So, jetzt ist es soweit, dass ich im Prinzip meine Kartoffeln damit fülle. Zuerst tue ich etwas von dem Käse unten rein in den Kartoffeln. Und dann komme jetzt hier meine Sticks, die ich erstellt hatte. Wie gesagt, ich habe es etwas länger gemacht, weil ich wollte da so vorne mit rausgucken noch etwas. Ja, so ein bisschen als Deko habe ich daran gedacht, dass das ein bisschen schön dann nachher aussieht. Ja, okay, jetzt ist eine Kartoffel gleich fertig gefüllt. Das Ganze mache ich natürlich auch mit der zweiten Kartoffel. So, hier habe ich eine Jenaer Glasschüssel und da kommen die Kartoffeln jetzt entsprechend rein. Und diese Stücke von Karotten und Käse, die lege ich jetzt an die Seite von der Schale dazu. Jetzt nochmal auch die Karotten und das, was jetzt in die Schale reingekommen ist, nochmal würzen, mit Öl vorher bestrichen. Und auch da kommt nochmal dieses Kräuterbuttergewürz mit drüber. Das sind diese Kartoffelspiralen, die ich jetzt in Wasser gelegt hatte. Die hole ich jetzt raus und die kommen natürlich auch mit da rein. Jetzt ist hier ein schönes kleiner Blickfang, diese Schalen dazu. Oder diese Spiralen. Auch die werden jetzt mit Öl und mit Gewürzen noch versehen. Ja, auch wieder noch etwas Chili-Gewürz, wie ich schon gesagt hatte. So, jetzt ist alles fertig und es kann in die Heißluftfritteuse rein. Und ich schalte die Heißluftfritteuse jetzt erstmal 180 Grad und 20 Minuten. Ja, die Zeit ist rum, die ersten. Ich drehe jetzt mal die Kartoffeln und tue jetzt auch hier diese kleinen Spiralen, die entstanden sind. Die hole ich mal von unten hoch und lege sie mal etwas höher oben mit hin nochmal zu. Und jetzt nochmal 180 Grad 10 Minuten und danach hatte ich es wieder rausgeholt, nochmal Reibekäse drüber und nochmal 180 Grad, nochmal 10 Minuten. Also insgesamt sind es 20 Minuten drin. So sieht es jetzt fertig aus und ich habe es angerichtet. Ja, etwas Kräuterquark hatte ich mir angerichtet, der kommt noch dazu. Und hier siehst du, wie das Ganze dann nachher aussieht, wenn ich die Kartoffel aufschneide, wie sich drinnen die Karotten sind.
Das Ganze war vom Geschmack her sehr gut und auch von der Konsistenz. Oben die Karottenspitzen, die hatten ja etwas mehr Biss. Die Kartoffel selber, siehst du, die ist genau richtig, auf dem Punkt. Ja, und zusammen ja, schmeckt das gut. Guten Appetit wünsche ich dir und ich würde mich freuen, wenn dich bei mir mal meldest, wie du das nachgemacht hast, ob dir meine Rezepte, was ich mache, gefallen. Und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Ja, über Abo, Like würde ich mich natürlich auch freuen. Und jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Und gerne Kommentare. Danke dir fürs Zusehen. Tschüssi. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.